So, jetzt sind wir hier am Stand vom DIB und hier wird auch die Velutina ausgestellt, das Nest zumindest. Hier sieht man jetzt ein Hornissennest, ein normales Hornissennest. Schön, he? Wie die Plattenbauten. Aber ganz schwer zu unterscheiden vom Nest der Vespa Velutina, die doch einen sehr, sehr ähnlichen Aufbau haben. Sag's in Kamera. An der Außenform ist der Unterschied auch erkennbar. Ah, oh, weniger. Ja, Außenform, die sind mehr birneförmig. Ja, die sind mehr birneförmig, ja. Okay, aber da musst du schon genau hinschauen, weil das ist schon ein Sekundärnest und das hängt 40 Meter oben. Ja. Das ist nicht so einfach. Ja, jetzt von unten.